Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deckcheck vom Spielraum Wien. Ich bin euer Christopher, bei mir ist euer Patrick. Servus. Der schon angekündigt hat, dass er ein Standard-Deck vorstellt. Und zwar ist es die Lieblingsfarbkombination von Patrick, Orsov, also Schwarz-Weiß. Und das Deck heißt sehr spannend Orsov Bronco. Ja, Orsov Bronco, verstehst? Bruder, krasse Geschichte. So, ein schwarz-weißes Midrange-Deck, das auf der Pro Tour gespielt wurde. Genau. Und den Patrick so begeistert hat, dass er sich damit auseinandergesetzt hat. Korrekt. Und der Typ ist auch gut gegangen mit dem Deck. Der ist 59. geworden, natürlich mit Draft-Teil und so, aber er ist in Standard auch gut gegangen. Also. Dann schauen wir mal, was der Herr gespielt hat. Jawohl. Mana-Base, wir beginnen mit 5 Swamps. Mhm. Kein Plains. Genau, weil das Deck in Wirklichkeit Mono-Black-Deck ist, was weiß splasht. Okay. Ja. Dafür gibt es dann relativ viele Dual-Länder. Das ist einmal Caves of Coilers, kennen wir schon, das sind die Pain-Länder, kommen ungetappt, was sehr wichtig ist für das Deck, so wie die Mana-Kurve da ausschaut. Ja. 4 Concealed Courtyard, kommen auch in den ersten Turns ungetappt, damit man eben relativ schnell was aufs Board bekommt. Dann die Shattered Sanctum aus Crimson Vow, die freuen sich über mehr Länder. Jawohl. Und dann wird es interessant, das nächste finde ich nämlich einen interessanten Pick eigentlich. Es sind 4 Shadowy Backstreet. Genau. Aber diese Länder sind zu gut, dass man sie ignoriert. Ja, na, einerseits sind sie halt noch 2 Two-Color-Länder, andererseits ist dieses Deck, das ist ein bisschen ein Mischmasch. Du bist ein bisschen ein Argo-Deck, aber du bist auch ein bisschen ein Combo-Deck. Und insofern, und du bist natürlich ein Midrange-Deck, weil du halt diese 2 Komponenten verbindest. Und insofern ist es oft relevant, dass du halt deinen Draw-Steps verbessern kannst. Und wir werden dann sehen, wenn wir die Kreaturen machen, du bist nicht so mana-intensiv, das heißt, du kannst dir es in den Early Turns teilweise erlauben, es zu machen, also Turn 3 auf jeden Fall, oft das getappte Land spielen. Und du kannst natürlich Turn 1 erlauben und dann Turn 4, 5, wenn du mal Länder ziehst, ist es nur noch Value, dass deine Draw-Steps besser werden. Dann gibt es noch ein Basic, ein Dual-Land, ja, das auch angreifen kann, das ist Restless Fortress. Ja. Finde ich sehr gut, finde ich, wird zu wenig gespielt für das, was es kann. Ja, also in meinen Control-Decks spiele ich es eigentlich immer multiple Male, weil es da eben auch relevant ist, als für den Lifeswing und so. Für das Deck, was halt sehr, sehr Creature-lastig ist, man spielt 26 Kreaturen in dem Deck, ist es nicht relevant. Nicht so oft mit dem Land angreifen. Genau, und vor allem, es hat auch nur ein Power, was für Bronco, den wir offensichtlich spielen, nicht genug ist. Und dann gibt es noch 2 Neon Dynasty Länder. Das ist einmal Takenuma, Abundant Maya und einmal Aiganyo, Seed of the Empire. Genau, Aiganyo ist halt ein gratis Removal und Takenuma kann dir eine relevante Karte, also eine relevante Kreatur zurückholen. Und du hast, wie gesagt, hast viele Kreaturen und du hast neben Bronco auch einfach Kreaturen, die allein das Spiel auch gewinnen können. Insofern willst du sie vielleicht zurückholen, ja. Dann beginnen wir mal mit dem Hauptteil des Decks, muss man ehrlich sagen, 26 Kreaturen. Jawohl. Das Deck spielt 2x Skrelf, Defector Might. Der hat ja einen ganz großen Hype gehabt am Anfang, dann ist er ein bisschen weggefallen. Jetzt ist er wieder zurück und unappetitlicher denn je. Ja, also er ist halt ein gemütlicher Einsatz sozusagen, der halt vor allem deine relevanten Pieces, Bronco, aber auch später teure Drops beschützen kann. Dass du mit dem angreifst, passiert relativ selten, dass seine Activation nur Leben kostet, ist natürlich gut, damit kannst du immer in der Curve spielen. Ist sicher eine Karte, wo man sich auch die dritte überlegen könnte, aber es ist Legendary und du spielst für den anderen Kreaturen dafür so viele, dass es nicht so tragisch ist, wenn du mal einer stirbt sozusagen. Und wenn er darauf das Removal verwendet hat, dann hat er vielleicht für das andere nicht mehr das Removal. Dann kommen wir zur namensgebenden Karte. 4 Caustic Bronco oder auch im Park im 10. Bezirk Branko Stankovic genannt. Genau. Ist das Branko-Pferd? Nein, er heißt Branko Kaustic, bitte. Branko Kaustic, ja. Kaustic Branko. Ja. Und er spielt beim VVC. Und er ist eine 2-2, die im Endeffekt da confident macht, wenn du angreifst. Für 5-Color Jugo-Agro. Das fehlende Piece für 5-Color Jugo-Agro. Aber das Relevante ist, wenn du eben in Settlest mit... Das ist das Problem, du musst halt für Power 3 setteln, dann macht er nicht Damage dir für die aufgedeckte Karte, sondern den Damage den Gegnern. Ja, schon sehr gut. Und das ist schon sehr gut. Deine Kurve ist zwar relativ low, aber trotzdem ist es einfach zu sicher Value und auch wenn du selber Damage kriegst, ist es doch immer Kartentraget. Passt. Dann schauen wir, lass mal Branko Kaustic einmal... Wir behalten im Hinterkopf. Nächster ist Shrouded Shepherd. Die Karte muss ich mir durchlesen. Ja, Shrouded Shepherd ist halt vor allem für seine Adventure-Teile relevant, weil es eben dort, das Deck spielt ja mit einem Main-Deck
Removal, ein Mantic Mass Removal für eben das Boss Convoke Deck. Das ist eine super Sache, weil Boss Convoke ist sicher ein nicht so tolles Matchup, weil der dich einfach überrennen kann mit einer Masse an Kreaturen. Ja. Bronco macht am Anfang vielleicht noch selber Damage oder du kannst dich gerade angreifen, weil er dann halt sofort stirbt. Da kannst du dann das Board wipen und wenn du ihn spielst, ist er zwar nur eine 2-2, um Bronco zu setteln, aber er macht ja selber eine Kreatur größer, also der kann sich auch selber größer machen, um dann eben 4 Power zu haben und kann halt sich draufsetzen, sofort Bronco zu setteln. Genau. Optimaler Mann. Dann gibt es Rafine's Informant, den kennen wir ja auch schon aus den Esper-Builds von früher, beziehungsweise genau. Auch Rattenauto fahren. Ja, genau. Ist super, weil er halt einerseits, du hast eben diesen Combo-Deck-Komponent auch ein bisschen, du willst Bronco haben, du willst auch ein paar andere Pieces haben und manche auch nicht. Das heißt, du kannst da ein bisschen dich durchs Deck ziehen. Du hast dann im Normalfall 3 Power, hoffentlich, und dann reitet er wieder dahin vorne, ja. Zuerst ist er gefahren, jetzt Reiter. Genau. Eine Karte, die sehr cool ist, weil sie immer wieder verwendet werden kann. Ja. Tenacious Underdog. Ja, macht auch das Long Game natürlich gegen Control besser, wenn es nicht exiled wird, weil er einfach mit immer wieder aus dem Friedhof zurückblitzt. Der kann so lästig sein. Genau. Und er ist ein Zweier-Drop, der wieder Bronco mit seiner 3 Power bereitet und ja, ist aber auch alleine gute Karte. Also alle Karten, die wir bis jetzt gemacht haben, sind ja auch ohne Bronco gut, aber halt bereiten auf Bronco dahin. Und das ist halt schon, finde ich, eine sehr gute Kombination, ja, dass du halt sagst, okay, wenn ich das Pferd nicht habe, kann ich noch immer einfach Kreaturen, die angreifen und Value gemacht haben oder Value generieren können, ja. Sind halt auch alle Karten, die, also jetzt ausgenommen von Rafine's Informant, der ist ein bisschen unspannend, aber Tenacious Underdog ist schon wirklich eine sehr gute Karte. Ja. Dann geht's weiter, wir sind im Dreier-Drop. Mhm. Eine Legacy- und Vintage-Karte wird da gespielt. Ja. Anointed Peacekeeper. Ja, ist auch öfter eine Sideboard-Karte, aber da spielt man es dreimal im Main-Deck. Einerseits 3. Vigilance. Das ist Vigilance nicht so relevant, weil du ja settlest und dann musst du ihn eh tappen, aber du nimmst halt den. Du kriegst Informationen und du kannst halt das Delayen. Und das ist oft das Wichtigste, dass du einfach, sei es jetzt das Argo-Deck, sei es das Control-Deck, sei es das Combo-Deck, sei es was auch immer, ja, du nimmst halt einfach was jedes aus. Deck machst du langsamer und du bist halt ein Midrange-Combo-Deck, nenne ich jetzt einmal. Das heißt, du kannst Turn 4 gewinnen, aber du kannst halt nicht vor Turn 4 gewinnen. Ja. Und das heißt, Turn 4 gewinnen ist schon echt. Turn 4 gewinnen ist schon echt gut, aber das heißt, du willst, aber das ist ja nur, wenn deine Pieces dann noch leben, dass du willst Turn 3 den am liebsten legen, den Gegner das Piece, was dein Pferd dir wegmachen würde, wegnehmen, dann mit dem Pferd die hauen und am nächsten Turn willst du ihn killen. Finde ich gut. Welche Dame auch killt in allen Formaten, die in Magic gespielt werden? Ja. Shielded the Apocalypse. Ja. Ich glaube, eine der. Ich nehme hier 2000 Fenster der besten Kreaturen, die geprintet wurden. Ja, definitiv. In Magic. Ohne dass sie so broken ist wie eine Atraxa, muss man jetzt dazu sagen. Ja, es ist einfach eine super starke Midrange-Karte, die allein das Spiel übernimmt, die du schlecht doppelblocken oder tripleblocken kannst mit Death Touch. Ja. Die musst du aber auch beantworten, weil der Gegner sich einfach, die ist gut gegen Combo, gegen Agro, gegen ich weiß nicht was alles. Ja. Ja. Gegen Control, der Gegner spielt dann Brainstorm, verliert einmal 6 Leben. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, sie synergiert nicht mit Bronco, weil Bronco aufdeckt und in die Hand puttet. Das heißt, es ist kein Card Draw so weit, aber abgesehen davon ist es einfach ein 4-5er, der gescheit einsteigt. Man muss auch sagen, das ist auch eine Karte, die du mit Hakunuma gerne mal ausgräbst. Ja, weil die auch ganz allein gewinnen kann. Deshalb auch 4 Stück, damit du die halt auch wirklich spielen kannst. Genau, wobei ich persönlich 4 ein bisschen Overkill finde. Ich würde ja fast eher auf 3 runtergehen aber wollen. Aber dafür hat man dann Shadowy Backstreet zum Beispiel. Genau. Also sagt, eine Shadowy geht in den Arsch. Genau. Und ich hole sie mit Hakunuma, wenn ich sie wieder brauche. Ist auch eine Möglichkeit, ja. Oder halt, damit du auch mit Rafine's Informant eine abwerfen kannst, weil sie halt jetzt in der Kurve nicht passt und vielleicht kommst du eher auf den Combo-Kill. Ja. Ja, das hat natürlich halt dann wieder einen Sinn. Dann gibt es eine Karte, die ich sehr stark finde, die ich nämlich Turn 3 stark finde und die ich Turn 6 auch stark finde. Steel Seraph, Heavy Underplate, die Karte ist wirklich gut. Ja, auch super nett, weil 3 Power und macht ein Bronco fliegend, das heißt ein fliegendes Pferd und ein fliegendes Pferd wird relativ schlecht geblockt. Ja, das ist einfach... Das ist ein Pegasus dann. Ne? Das ist dann ein Pegasus auf einmal, genau. Itch. Ja, Pegasus Itch. Ja. ja, das ist halt ein super Combo und aber wenn das Game lang dauert, ist einfach ein 5-4er, der auf einmal deine Shieldred mit Lifelink angreifen lässt. Ja, das ist auch sehr nice, ja.
Super gute Karte. Und dann haben wir noch den kleinen Bruder von Death Shadow. Ja. Oder Schwester oder was auch immer das ist. Ein Avatar. Okay. Keine Ahnung. Der kleine Kollege. Kollege. Zwei Shadow of Mortality. Genau. Kostet 13 Mana und 2 schwarze, also 15 in Summe, ist eine 7-7, die billiger wird, wenn du um das du weniger Leben hast als deine Startlebensanzahl. Das kann einerseits natürlich passieren, dadurch, dass den Gegner haut, das kann andererseits dadurch passieren, dass dich Bronco-Träger hauen, aber das ist nicht der Grund, warum er spielt. Der Grund, warum er spielt, ist die nächste Karte, und zwar diese hier. Insatiable Avarice. Genau. Avarice, entschuldige, jetzt muss ich kurz durchlesen. Ja, im Endeffekt für 3 schwarze kannst du entweder 3 Karten ziehen und 3 Leben verlieren, oder für 3 Mal einen schwarzen und 2 farblose kannst du eine Karte suchen und oben auf deine Bibliothek legen. Mhm. Oder für 5 kannst du beides. Und was man macht ist, man legt Turn 2 Bronco, Turn 3 irgendwas, was angreift. Turn 4 spielt man das, deckt mit Bronco auf den Shadow of Mortality und schießt dem Gegner 15 Damage und dann ist er gestorben. Super coole Idee. Finde ich echt lustig. Das ist schon geil, oder? Finde ich aber du kannst halt deswegen nur Turn 4 frühestens killen, weil du halt Turn 2 frühestens in Bronco legen kannst, Turn 3 musst du halt wegen was mit dem du angreifst, Turn 4 castest dann Avarice, legst das Shadow oben, den Shadow oben drauf, deckst auf, 15 Damage, danke, du bist tot. Lustig. Das ist schon sehr lustig. Ja. Und das finde ich halt cool, weil sogar wenn du die Shadows gezogen hast oder irgendwas nicht ist, ist das Avarice noch immer 3 Mana, zieh 3 Karten, darum hast du auch keine weißen Sourcen, ja, damit du halt immer das auch für das casten kannst. Das ist wieder ein Kombo natürlich mit Geodred, weil dann verlierst 3 Leben, kriegst aber 6. Mhm. Ja, was natürlich auch geil ist. Also oder du killst den Gegner. Oder du killst den Gegner und schießt den Gegner 3 Damage. Geht natürlich der Gegner kriegt einmal schon 3 Schaden, also 3 Schaden vom Avarice und dann kriegt noch 6 Schaden von der Geodred. Ist auch ein Kill, sind auch 9 Damage. Viel Spaß damit. Also das ist auch ein Turn 5 Kill dann, weil das Geodred Turn 4 kriegt, aber Standard ist ja nicht so schnell, ja. Sehr gut. Und zum Abrunden gibt es 6 Removal. Genau. Es ist 3 Cutdown für kleine Sachen, mhm, und 3 Go for the Throat für alle anderen Sachen, würde ich mal sagen. Genau. Ja, ist relativ straightforward. Du brauchst die Cutdown für die Agro-Decks oder auch für die Myers, also wie heißt es? Die Bats, die 1-1er-Bats, die dir halt zum Beispiel das Avarice wegnehmen wollen oder so, damit du nicht kommen kannst. Mhm. Und die Go for the Throat brauchst du eben für alles, was lästig ist. Gerade in Early Turns reicht auch oft das Cutdown, um das Bronco zu beschützen, damit du den Blocker wegmachst. Den Late Games reicht, ist halt das Go for the Throat. Ja, ich finde das Deck halt jetzt ohne Sideboard, das schon wirklich eine coole Liste. Und eben dadurch, dass du hast 2 Combos wirklich drin. Du hast diese Shieldred mit Avarice Combo und du hast die Shieldred mit Avarice mit Mortality Combo. Das Witzige ist, das macht ja auch das Shadowy Backstreet wieder besser, weil du mit Shadowy Backstreet ja schauen kannst, was du oben hast, bevor du mit Bronco angreifst, damit du das entweder ziehst oder halt dementsprechend mehr Damage machst. Weggibst, ja, also ja, finde ich schon sehr lustig. Sehr lustig. Ja. Seitenbrett bringt uns mal noch 4 Kreaturen. Zuerst 3 Aven Interrupter. Die sind... Entschuldige, komische Geräusche im System. Aven Interrupter sind im Endeffekt ja auch eine neue Karte, 2-2er fliegend. Sehr starke Karte. Sehr starke Karte, aber dadurch, dass sie 2-2er sind, sind sie natürlich eher im Sideboard daheim, weil sie delayen halt auch was. Sie gehen ein bisschen in die Richtung von Anointed Peacekeeper. Du hast dann noch mehr Sachen, um Dinge zu delayen. Und das, glaube ich, ist der Hauptgrund, warum du spielst. Ja, die vierte Kreatur ist Kuzils Flanker. Der ist nett, weil er 3 Power hat. Der kann alles machen. Und der ist also prima, glaube ich, wirst du spielen als Graveyard Hate dafür reinbringen, weil sonst hat das Deck einfach keinen Graveyard Hate. Aber das funktioniert ganz gut. Und natürlich, sonst kann er da auch Leben geben oder halt einfach ein fetter Bieter sein. So, jetzt wenn wir das Removal zusammenfassen, würde ich mal sagen. Jawohl, also wir haben noch ein Cutdown, das kann man ein leicht machen. Ein Cutdown ist da. Das vierte Cutdown. Dann passend dazu auch ein Knockout Blow, was auch ein Mana Removal ist, gegen Rot halt, wo du halt die Leben kriegst. Da profitierst du davon, dass du weiß bist. Und apropos, du profitierst davon, dass du weiß bist, du bist weiß-schwarz, also hast du das Pest Control, was wir schon gesagt haben. Ja. Super gegen Boros. Dir ist es wurscht, bei dir steht gerade mal Skelf, sonst nix. Skelf. Und beim Boros-Deck stirbt gefühlt alles, ja. Genau, das ist es. Dann greifen wir ein bisschen die Hand an mit 2 Duress. Jawohl. Kann man sicher auch in die Höhe karten, je mehr, wenn Control mehr gespielt wird. Ja, wobei du hast halt die Aven Interrupter, die Duress, die Peacekeeper und diese Karte, die letzte da. Ja, ja, dann ist ja Invasion of Gobakan. Genau, wo du auch nochmal die Hand angreifst und halt
eben den Agro-Plan fahren kannst, dass deine Kreaturen dann immer fetter werden und halt indestructible mal sind oder whatever. Wir hätten eigentlich noch was zum Removal dazu nehmen können. Zwei Touch the Spirit Realm. Ja, wobei die sind vielleicht auch, also die denke ich, dass man die auch oft channelt, einfach um eben ein Mars-Removal zu dodgen. Ja? Ja. Die Channels, dann tust du deine Schildre rausnehmen oder eben dein Bronco oder halt auch Steel Seraph, der dann von einer 3-3 auf einmal zu einer 5-4 wird, weil er, wenn er zurückkommt, halt nicht mehr weiß, dass er geprototypt wurde. Das ist natürlich auch alles sehr nice, ja. Und abschließend noch eine Karte, die man in allen Formaten spielen, zwei Rest in Peace. Genau, auch eben wegen den ganzen Combo-Decks, eben wegen dem Temur-Deck und halt zusätzlich zum Flanker, weil es halt eine dauernde Antwort ist und der Flanker ist natürlich gut, weil er halt equipped, weil er halt angreift, aber macht es nur einmal, da kann er sich wieder da fangen. Das heißt, den Peace muss er wirklich handeln, weil sonst passiert da nie wieder was. Ja. Overall ein sehr lustiges Deck, gefällt mir sehr gut. Ja, mir auch, offensichtlich. Ist echt lustig, vielleicht muss man bei den ganzen Dingen ein bisschen herumspielen. Ich würde jetzt vielleicht die dritte Shadow irgendwo probieren reinzuquetschen wahrscheinlich. Ja, das Problem ist halt, du willst es halt nicht aufdecken, wenn du nicht gesettelt bist. Das stimmt, weil dann bist halt gestorben. Das ist richtig, ja. Aber overall sicher was, womit man spielen kann, womit man herumbasteln kann und halt das Metagame ganz anders angreifen kann. Ja, gefällt mir sehr gut und ich glaube, es ist ich glaube auch, dass es lustig ist und es ist halt definitiv nicht nur das 15, weil es gibt, das Metagame ist zwar divers, aber man kennt viele der Decks schon, weil die sich nur sukzessive verbessert haben über die letzten Editionen. Aber das ist halt was ganz was Neues und das ist cool. Finde ich auch. Patrick, vielen Dank fürs Vorstellen. Gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren auf allen unseren sozialen Medienkanälen. Könnt ihr es im Spielraum in Wien antreffen oder im nächsten Video anschauen. Ich wünsche viel Spaß mit unserer Outlaws of Thunder Junction. Mit dem auch und mit dem Ausprobieren dieses lustigen Decks. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Aber. Was hat der jetzt so gewackelt? Das ich habe keine Ahnung. Das war ja voll arg. Ich habe keine Ahnung. Das hat sich beruhigt wieder. So, I'm done. Now it's your turn. Ich spiele so viel Legacy derzeit, du glaubst es gar nicht. Ich glaub's dir, weil du nur, immer wenn du sagst, ja, ich kann ja Legacy.